Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Runden Tisches, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Teilnehmer des zweiten Kulturfestes des Runden Tisches. Im Namen des Vorstandes des Runden Tisches begrüße ich Sie alle ganz herzlich, die sich hier und heute auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt eingefunden haben. Ich will jetzt keine politische Grundsatzrede halten. Wir haben einen neuen Flyer, den Sie hier vorne in unserem Stand abholen können. Da sind die wichtigsten Ziele noch einmal zusammengefasst. Ich möchte aber mitteilen, weshalb wir uns nach den guten Erfahrungen des ersten Kulturfestes 2010 seit einem halben Jahr für dieses Fest engagiert haben. Einiges dazu hat der Bürgermeister schon angedeutet. Wir wollen in der Öffentlichkeit erneut vor allem ein Zeichen dafür setzen, dass es in Radevormwald ein ungewöhnlich breites zivilgesellschaftliches Bündnis gibt, was uns auch wissenschaftlich begleitende Organisationen immer wieder bestätigen, das entschlossen ist, allen Versuchen, Radevormwald braun zu färben, von wem auch immer, in der rechten Szene entgegenzutreten. Dafür stehen unter anderem die unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften, christliche wie muslimische, der Stadtjugendring, der Stadtkulturverband, Sportvereine, Sozialverbände, nicht organisierte Einzelpersonen, einige Unternehmen, alle demokratischen Parteien, nicht nur Radevormwald, sondern auch die des Oberbergischen Kreises. Zwei Anmerkungen dazu wären mir noch wichtig. Erstens, dieses konsequente Entgegentreten schließt aus, dass wir am Runden Tisch rechtspopulistische und braune Aktivitäten übersehen oder gar ignorieren, wie es einige Bürger uns immer noch vorzuschlagen meinen. Nein, liebe Teilnehmer und Zuhörer, ohne das kontinuierliche Aufklären, das ständige Drängen, das Recherchieren des Runden Tisches über die Aktivitäten von rechts, die ja etliche Straftaten beinhalten, seit 2007, hätte es unserer Auffassung nach nicht so schnell weder eine Razzia im Pro-NRW-Büro noch eine Einleitung von Strafverfahren, die hoffentlich im September am Landgericht Köln beginnen. 20 Gruppen, Menschen aus dieser Gruppe sind angeklagt, 8 wegen einer Bildung einer kriminellen Vereinigung, 12 weitere aus dem Freundeskreis wegen individueller Vergehen. Gegeben, das muss hier deutlich gesagt werden, da kann man nicht wegschauen, da muss man also handeln. Dann eine Bemerkung hier zwischendurch. Wenn es stimmt, was mir gerade mitgeteilt wurde, dass sich ein Tobias Ronsdorf hier auf dem Marktplatz aufhält, dem erteile ich jetzt sofort Platzverbot. Diese Veranstaltung ist nicht für Mitglieder von Pro NRW gedacht, die im Rat antifaschistische Politik eher verhindern. Jonas. Ja. Jonas. Donat. Michael Donat. Nein, Jonas Ronsdorf. Jonas Ronsdorf, ja. Ist auch nicht ganz unbekannt. Und ich will jetzt nicht mehr darüber sagen, aber jetzt hier bei uns unerwünscht. Wer heute in die Zeitung schauen konnte, hat lesen können, dass 4 Funktionäre von Pro Köln unter dem Verdacht bandenmäßigen Betrugs stehen. Sie sollen also Sitzungsgelder erschlichen haben durch die Angabe von Phantomsitzungen. Und die Anklageschrift beim Landgericht Köln ist soeben eingegangen. Auch das, wenn Sie das jetzt hören, vielleicht noch nicht gelesen haben, sollte Sie warnen, statt Kandidaten von Pro NRW Ihr Vertrauen zu geben. Wir erleben das ja, dass nicht die Vertretung für die Bürger eine Rolle spielt bei Pro NRW, sondern die persönliche Selbstbereicherung in Form eines Betrugs. Das sollte auch potenzielle Wähler in Radevormwald, denke ich, abschrecken. Auf der anderen Seite kritisieren wir aber auch, dass die Medien des WDR in einer auch überregional verbreiteten Sendung Radevormwald einerseits als tendenziell braune Stadt dargestellt wird und auch so vermittelt wird, in der Sendung sehr viel Raum für die rechte Szene bereitgehalten wird, aber nur am Rande bekannt macht, dass es in unserer Stadt breiten Widerstand, unter anderem symbolisiert im Runden Tisch, gegen diese Szene gibt. So wurden aufgenommene Bilder einer Mitgliederversammlung des Runden Tisches und von Auftreten des Runden Tisches in der Bürgerversammlung an der Wupper aus der betroffenen Sendung herausgeschnitten. Wir haben damals schon protestiert und fragen uns noch heute, wem dient ein solches Verhalten? Und wir sagen, lieber WDR, 5% Wähler für eine rechtspopulistische Partei sind eben kein Markenzeichen der Stadt Radevormwald, sondern ein Symbol einer in ihr lebenden kleinen radikalen Minderheit der Stadt Radevormwald. Radevormwald bleibt mit 95% Wählerstimmen für demokratische Parteien eine bunte und offene Stadt, die sich deutlich von dieser Minderheit abgrenzt, so auch heute, und sie weiterhin politisch nicht tolerieren wird. Bevor ich noch etwas über unsere Wünsche und Ziele des heutigen Nachmittags sagen möchte, möchte ich allen Dank sagen, die uns dieses Fest ermöglicht haben. Das ist zunächst der Stadt Radevormwald und dem Vertreter, dem Herrn Bürgermeister, den politischen Gremien und Parteien in Radevormwald, aber auch im Oberbergischen Kreis. Dann auch vor allem den Teilnehmern, ihren Infoständen und kulinarischen Angeboten,
Und allen Umrufen zum Trotz haben 90% der, die schon am 27.04. bei uns sein wollten, auch heute ihre Zusage erteilt und sind hier. Lassen Sie mich exemplarisch aber eine Organisation nennen, ohne die das gesamte Bühnenprogramm, das hier ab 16.15 Uhr erfolgen wird, nicht denkbar gewesen wäre. Die Leitung der Musikschule, aber auch alle jungen Musiker, die gleich hier auftreten werden. Auch hier bedanke ich mich exemplarisch bei einem, der heute gerne dabei gewesen wäre, aber neue CD-Aufnahmen machen kann, der nicht, deswegen nicht dabei sein kann, der aber alles in die Wege geleitet hat und uns bis zum heutigen Tag geleitet hat. Bert Fastenrath, Rader Musikschule, wir bedanken uns bei dir. Ich komme zum Schluss. Was wünschen wir uns als Runder Tisch heute? Erstens, das schöne Wetter haben wir schon. Wir würden uns freuen. Nutzen Sie das vielfältige Informationsangebot der unterschiedlichsten Teilnehmer. Zweitens, versuchen Sie miteinander ins Gespräch zu kommen und Menschen anderer, Ihnen vielleicht bisher noch unbekannter Gruppen, wahrzunehmen, zu entdecken und sie besser kennenzulernen im Rahmen unserer alle verbindenden Zielsetzung gegen rechts. Drittens, vergessen Sie bei alledem nicht, der Runde Tisch ist keine bloße Anti-Organisation. Wir kämpfen vor allem gegen rechts, weil wir die Grundwerte unserer Verfassung, das Bekenntnis zur Demokratie, Freiheit, Offenheit und Toleranz, gerade auch gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten, nicht nur im Saal bei Versammlungen, sondern auch wie heute in der Öffentlichkeit, der Stadt, wie heute auf dem Marktplatz, verteidigen und stärken wollen. Das würde uns als Runder Tisch umso besser gelingen, wenn sich etliche von Ihnen entscheiden, uns vielleicht schon durch Ihre Mitgliedschaft in Form eines Monatsbeitrages von 1 oder 2 Euro zu vergrößern. Noch mehr aber würde uns freuen, wenn sich das in Mitarbeit erweitern würde, zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften oder im November wieder neu zu wählen im Vorstand des Runden Tisches. Besonders denke ich an die junge Generation, eine Verjüngung des Vorstandes könnte uns alles andere als schaden. Geben Sie sich einen Ruck, setzen Sie sich vielleicht schon heute mit uns in Verbindung. Dort vorne ist unser Informationsstand. Dann, last but not least, nutzen Sie auch die zahlreichen kulinarischen Angebote unserer Teilnehmer. Auch die sind wahrlich bunt gemischt. Ich bedanke mich hier besonders bei der türkischen Moscheegemeinde, die es ja nicht einfach hat. Sie wissen, der Ramadan hat begonnen. Ich stelle mir vor, dass es so ganz einfach ist, dann also was Leckeres anzubieten, selber aber heute nicht dazu zu kommen, bis zum Sonnenuntergang. Gerade deswegen besonderen Dank auch an Hasan Uzunboy und seine Mannschaft, steht da vorne, eben der CDU. Dann wollte ich noch begrüßen einen Vertreter des Oberbergischen Kreises, den einen Fachdezernenten Dr. Dixon, der ebenfalls unter uns weilt und auch mit Immigrantenorganisationen auch schon Kontakt aufgenommen hat. Und nun wünsche ich Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes einen bunten und spannenden Nachmittag und stärken Sie auch später unseren jungen Musiker mit viel Beifall. Ihr Runder Tisch gerade vom Wald, vielen Dank, dass Sie alle da sind. Dankeschön. Applaus! Kann ja nicht. Ja, wir haben also jetzt eine kleine Pause, auch bis das Bühnenprogramm so etwa gegen 16 Uhr, 16.15 Uhr beginnen wird. Das können Sie auch schon nutzen, sich mal ein bisschen hier umzuschauen und vielleicht bei dem einen oder anderen kulinarischen Angebot auch schon zuzugreifen. Danke.